willkommen zu einem neuen One Piece Karten Opening hier auf dem Kanal. Und heute ist es endlich soweit. Wir machen OP06 auf. Ein ganzes Display liegt vor uns, 24 Packs mit 12 Karten pro Pack. Und wir sind natürlich auf der Suche nach Mangas, nach alternativen Artworks, nach den Special Rares. Ich bin sehr gespannt, auch ob heute die Chance besteht. Die besteht natürlich, aber ob wir sie wahr machen können, Zorro zu ziehen im Manga-Artwork, die wohl coolste Karte des Sets. Aber wir haben in diesem Set wirklich viele, viele coole Karten drin. Wir sehen es hier unten, 126 plus ein Type in Total. Und dann schauen wir doch einfach mal rein, was dieses Set dieses Mal für uns bereithält. Es sind viele Karten, deswegen starten wir direkt rein. Ich glaube, da brauchen wir nicht so lange um den heißen Brei herumreden, denn ihr seid für eins da. Und zwar, um die Karten zu sehen, die Booster Artworks dieses Mal mit Sanji und Zorro. Und wir starten direkt rein. Erstmal wieder umgewöhnen, dass man die Booster hier ein bisschen anders öffnet, sodass man einfach an die Karten kommt. Ihr kennt das, der Switch von Yu-Gi-Oh! Zu One Piece. Immer etwas schwierig, aber wir bekommen das immer natürlich in Eldorago. Dann haben wir Taralan, Kawamatsu, wir haben Gasparde, Shark Arrows, dann Ratchet, Kingdom of Germa, Jigoro of the Wind, Nico Mamushi, Guild Tesoro, Douglas Bullet als Rare und Van der Decken, der neunte, ebenfalls als Rare. Die Rares legen wir natürlich wieder direkt übereinander. Und dann geht es weiter mit Tokikake. Wir haben Lily Carnation, dann Dosun, Eldorago, Nothing at All, Zef, Kingdom of Germa, Daruma, Kumasi, dann haben wir White Snake. Unsere Rare ist Windsmoke, Ichishi und dahinter direkt eine Super Rare mit Shuraya. Unsere Rare ist Windsmoke, Ichichi und Shuraya als Super Rare. Kommen wir zum nächsten Pack. Monkey D. Garp. Dürfte ein Reprint schon sein. Inupe, dann Inazuma. Genbo. Windsmoke Yonji. Jaguar D. Soul. Dann haben wir Kusan. Gil Tesoro. Hordy Jones als Leaderkarte. Die Rare ist You Ain't Even Worth Killing Time. Dann haben wir noch eine Rare mit Windsmoke Yonchi und unsere erste Dawn-Karte mit einem sehr coolen Artwork von Sanji und Zorro. Mal schauen, wie viel wir davon wieder ziehen können. Ich gehe mal von 2 aus im ersten, weil bisher hatten wir, glaube ich, in den Displays immer 2 Stück drin. Gyro, Count Battler, Raizo, Meteor Strike of Love, The Ark Maxim, wir haben Jigoro of the Wind, But I Will Never Doubt the Woman Tears, dann Blue Dragon Seal Water Stream, Hatchin, dann haben wir Sai, Charlotte Pudding ist die Rare und die Super Rare, Windsmoke Judge. Weiter geht's mit Dosun, Windsmoke Nichi, Kushiro, Ratchet, Meteor Strike of Love, Shark Arrows, dann haben wir der Arc Maxim again, Gamma 66, Sakazuki, Shiki, Tashigi ist die Rare und dahinter noch eine Super Rare mit Hody Jones. Nächstes Pack, Windsmoke, Ichichi, Cerberus, Aisa, Hammond,
Baron und Matsuri, Raki, Jaguar, Isol, Icarus, Match, dann Oz, Perona, Douglas Bullet als Rare und dann haben wir noch Brook als Rare. Super cooles Artwork von Brook an der Stelle. Weiter geht's mit Vinsmoke, Nichi, Lily Carnation, Sengoku, Wadatsumi, Lola, Meteor Strike of Love, Nothing at All, Billionfold World, Victoria Sindri, Daruma, Charlotte Pudding als Rare und unsere erste alternative Artwork Rare ist Ruffy. Cool. Schöner Pull. Erste Karte, die etwas spezieller ist. Und ihr seht auch etwas anders dann doch nochmal vom Artwork her. Liegt daran, dass es ein alternatives Artwork ist. Und mal schauen, ob wir davon noch mehr heute sehen werden. Denjiro, Amanomu Rakumo Sword, Kami als Rare oder Kami und Dr. Hawkbag ebenfalls als Rare. Weiter geht's mit Dosun, Eldorago, Raizo, Inupe, Genbo, Nothing at All, wir haben Jaguar, Dissol, Gion, Blue Dragon Seals Waterstream, Viper, Dire ist Ruffy, da haben wir seine andere Form im Vergleich zu der alternativen. Und dahinter haben wir tatsächlich Zorro gezogen. Es ist aber nicht die Manga. Sehr, sehr coole Karte. Wahrscheinlich auch einer der Favorite Charaktere von vielen. Deswegen sehr, sehr cool. Zorro mit einem super, super schönen Artwork. In Secret Rare. Und den sleeven wir natürlich direkt mal jetzt. Den Rest sleeve ich dann nach dem Opening. Secret Rare Pull. Zorro nimmt man mit. Und den jetzt einfach nochmal in seiner Manga-Form. Aber tatsächlich ist das immer schwierig zu sagen bei One Piece, wie die Ratio ausfällt am Ende. Also wie viele alternative Artwork-Karten zieht man, wie viel Super, wie viel Secret Rares zieht man. Schauen wir am Ende. Erstmal geht's weiter mit Uta als Leader, Tashigi als Rare und nochmal Reject als Rare. Obwohl wir die, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Aber Tashigi war auf jeden Fall schon dabei. Vinsmoke Raiju, Lily Carnation, Taralan, wir haben Kamakeri, Hammond, Vinsmoke Yonchi, Baron Omatsuri, Hatchin, Gamma 66, Borsalino, die Rares Vinsmoke Nichi und Super Rare dahinter, Shanks. Sehr cool. Wo packen wir den hin? Das sind Super Rares, muss ich sagen. Ist aber auch ein cooler Charakter. Deswegen habe ich überlegt, ihn an einen speziellen Platz zu packen. Aber ist am Ende nur in Anführungsstrichen seine Super Rare. Sengoku, Schneider, Vinsmoke Nichi, The Arc Maxime, Lola, Genbo, Inuyarashi, Kumeisi, Perona, Van der Decken der Neunte als Rare und dann haben wir Onami als Rare und ich glaube, ja, die zweite U-Turn-Karte. Wenn eine Karte doch nochmal dahinter kommt, dann ist es meistens die Dawn-Karte. So, weiter geht's. Linke Seite. Wir haben die Hälfte geschafft. Bester Pull bisher natürlich unsere Secret Rare Zorro. Ihn dann gibt's nochmal als alternatives Artwork, wie gesagt, und seine Manga-Form. Erstmal haben wir hier aber als Super Rare Aramaki. Und ich glaube, ich habe die Rare verpasst. Ja, einfach Brook geskippt. Manchmal schimmert das aber auch nicht ganz so stark. Deswegen fällt es nicht ganz so krass auf. Aber ja, schauen wir mal. Weiter geht's mit Wada Tsumi, Vinsmoke Raiju, Sengoku. Wir haben But I Will Never Doubt The Woman Tears, dann Thriller Bark, The Arc Maxime, Victoria Sindri, Raze Max, Viper. Die Rare ist Plague Bug und wir ziehen
Hoodie Jones als Leader Karte im alternativen Artwork. Müsste das sein, denn es hat einen kleinen Stern über dem L. Sehr, sehr cool, Hoodie Jones. Schöner Pull. Schöner Pull. Und für alle die, die neu sind im One Piece TCG oder die sich es einfach mal anschauen wollten, ihr bekommt in jedem Booster 2 Foilkarten. Das ist euch bisher zumindest garantiert. Die Rare ist Reject und dahinter Super Rare Kuzuki Momonosuke. Ich denke, wir werden noch einen dicken Pull ziehen. Ein Pull, der größer ist als eine Super Rare. Eine Alternative wäre noch schön. Keine Frage. Ich mag die alternativen Artworks. Hammond, Saga, Denjiro, Gecko Mori als Leader. Dann haben wir Dr. Hawkback. Auch hier wieder schwer zu erkennen, dass es Foil ist. Als Rare und nochmal unser Ruffy. Habe ich auch einige Kommentare bekommen in den vorherigen Videos. Wenn euch die interessieren, schaut sie euch auf jeden Fall an. Dass ich denn bitte Ruffy sagen soll, nicht den englischen Namen. Aber ehrlich gesagt ist es gar nicht immer so einfach, beim Öffnen der Karten dann Deutsch-Englisch zu switchen. Wenn man einmal Englisch ist, einmal Deutsch, dann kommen ganz wilde Dinge manchmal raus. Deswegen verzeiht das, aber wie es in dem Moment passt. Windsmoke, Raiju als Leader, dann haben wir dort Musica als Rare und dahinter Onami nochmal als Rare. So. Auf diesem Kanal gab es leider noch nie eine Manga. Klar, es ist noch nicht so alt, wir sind in Series 06. Nicht so einfach eine Manga zu ziehen, deswegen kann das auch noch ewig dauern. Aber warum denn nicht heute? You ain't even worth killing time. You ain't even worth killing time ist die erste Rare und dahinter Kiko Norio. So, wir haben noch ein paar Packs. Sind noch nicht ganz am Ende. Und ich würde sagen, jetzt die Manga Zoro. Und das war ein gutes Opening. Nein, das ist natürlich sehr viel verlangt. Aber ich würde es mir wünschen, natürlich auch, um euch die Karte zeigen zu können. In echt, sagen wir mal. Windsmoke Niji. Und dahinter haben wir Super Rare Gecko Moria. So, ich glaube, wir haben noch 5 Packs ungefähr. 5, 6 Packs. Und ich wünsche mir auf jeden Fall noch eine alternative Artwork-Karte. Ich weiß nicht, ob wir schon ratio-technisch durch sind. Meteor Strike of Love, Thriller Bark. Ihr seht auch, die Commons und Uncommons häufen sich natürlich mit der Zeit. Gecko Moria. Dann haben wir Windsmoke Yonji als Rare und Gum Gum King Kong Gatling. Hatten wir in diesem Opening noch nicht gesehen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Decks ihr aktuell spielt. Wenn ihr es denn spielt, vielleicht sammelt ihr ja auch nur die Karten. Das kann natürlich auch sein. Aber das TCG ist echt cool. Probiert es gerne mal aus. Gibt ja auch das ein oder andere Starterdeck. Haben wir hier auch den Kanal auch schon aufgemacht. Hier erstmal die Rare You're the One Who Should Disappear. Und dahinter die Rare Absalom. Und jetzt die letzten drei. Und ich glaube, die letzten Packs waren ehrlich gesagt so lala. Deswegen muss jetzt mal noch ein Hit her. Seit Hoodie Jones haben wir nichts mehr Großartiges gesehen. White Snake, Icarus Mu, Negative Hollow und Tsuru als Rare. Wir machen weiter mit Dosun, Windsmoke Ichiichi, Lily Carnation, Tokikake, Baron Omatsuri, Thrillerbug, Jaguar Dissol, dann haben wir Gil Tesoro, Emporio Ivankov, Shiki, D-Rare ist Gravity Blade, Raging Tiger und Windsmoke Ichiichi als Rare. Last Pack
Magic. Oder soll's das gewesen sein mit unseren, ja, drei Hits, würde ich sagen. Cosette, The Ark Noah, The Ark Maxime, Zeo, Sai. Wir haben eine Rare mit Tod, Musica und dahinter nochmal eine Rare mit Ryuma. Okay, was haben wir? Wir haben eine Menge Rares. Ich glaube, die jetzt durchzugehen, würde einfach das Video unnötig in die Länge ziehen. Gute Variation war dabei. Super Rares. Ein guter Mix. Ich glaube, keine gedoppelt. Das finde ich immer cool, ehrlich gesagt. Ich weiß, manche Karten bräuchte man natürlich öfter, aber für dieses Video hier ist es immer schöner, dass man verschiedene Karten zieht. Ich denke, der drittbeste Pull, Ruffy, als alternative Artwork-Form. Sehr, sehr cool. Und dann, ja, ist die Frage, was hier der beste Pull ist. Eventuell sogar Jones, aber irgendwie für mich Zorro, weil ich den Charakter einfach super feiere. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, welche Karte ihr am coolsten findet. Schreibt mir auch gerne eure Pulls aus diesem Set in die Kommentare. Ihr habt vielleicht ja auch schon dieses Display aufgemacht. Wenn nicht, dann schaut in die Videobeschreibung. Dort ist der Link zu diesem Set. Macht mal ein Display One Piece auf. Auch wenn ihr vielleicht in einem anderen TCG unterwegs seid. Aber es kann sich wirklich lohnen. Und das TCG macht sehr viel Spaß. Also probiert es aus. Viel Spaß beim Öffnen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei Get to the Games. Haut rein und ciao.